Herzlich willkommen zum Schulungsvideo Faktförderantrag 2023. Ich zeige Ihnen in Fiona die generellen Abläufe und wie entsprechende Teilmaßnahmen beantragt werden können. Wenn Fiona aufgerufen wird, befinden wir uns noch im Antragsjahr 2022. Dieser Link leitet Sie auf die Seite des Infodienstes weiter. Hier kann dann über diesen Bereich der Faktförderantrag 2023 aufgerufen werden. Hier erscheint dann erneut die Anmeldemaske mit dem Unterschied, dass hier auf den Förderantrag 2023 verwiesen wird. Nach erfolgter Anmeldung müssen die Stammdaten wie im üblichen Fiona-Antrag geprüft und bestätigt werden. Im Navigationsbaum können unter Fakt 2 die Teilmaßnahmen und das Flächenverzeichnis aufgerufen werden. Ich gehe nun näher auf die Teilmaßnahmen ein. Die zulässige Abweichung der Beantragung zwischen Förderantrag und Auszahlungsantrag liegt bei Maßnahmen, die der Fruchtfolge unterliegen, bei 20%. Bei Maßnahmen, die nicht der Fruchtfolge unterliegen, liegt die zulässige Abweichung bei 5%. Hinsichtlich der Anzahl der Bäume und Tiere darf der Verpflichtungsumfang um nicht mehr als 10% unterschritten werden. Bei Neuverpflichtung kann die gewünschte Teilmaßnahme ausgewählt werden und unter beantragter Umfang wird dann die entsprechende Anzahl von Hektar, GV oder Bäumen eingegeben. Bei Teilmaßnahmen, bei denen eine Eingabe des beantragten Umfangs nicht möglich ist, wie beispielsweise bei B1.2, muss die entsprechende Fläche grafisch erfasst werden. In einem separaten Video erhalten Sie hierzu die entsprechende Anleitung. Die Eingabe des Hakens und die entsprechende Anzahl muss bei jeder Teilmaßnahme, die dann im Auszahlungsantrag im Frühjahr beantragt worden soll, erfasst sein. Hier einmal am Beispiel A2 und einmal am Beispiel C1. Bei der Teilmaßnahme D2 ökologischer Landbau ist die Angabe des Acker-Grünlandanteils erforderlich. Dies wird dann zu einer Gesamtfläche automatisch durch das Programm aufsummiert. Befindet sich Ihr Betrieb noch in der Umstellungsphase, ist das Datum des Beginns und die Angabe, ob der Vertrag bereits vorliegt, erforderlich. In diesem Fall startet der Kontrollvertrag am 01.01.2023 und der Kontrollvertrag liegt dem Landwirtschaftsamt noch nicht vor. Die Maßnahmen für gefährdete Tierrassen und tiergerechte Haltungsverfahren befinden sich auf Seite 2 und 3. Über Speichern und Prüfen kann man kontrollieren, ob sich der Antrag in korrektem Zustand befindet. Ist dies nicht der Fall, erscheint oben eine Leiste mit rotem Hinweis. Hier wurde zwar die Maßnahme G1 beantragt, aber keine entsprechenden GV dazu eingetragen. Wird dies nachgeholt und der Antrag nochmals korrigiert, ist der Fehler verschwunden. Wenn der Antrag abgabebereit ist, kann über Antrag einreichen und Förderantrag einreichen der Antrag abgeschlossen werden. Nach Eingabe der PIN kann die Eingangsbestätigung geöffnet werden. Hier ist die letzte Seite ausschlaggebend. Mit Klick auf den Button Förderantrag öffnet sich die Eingangsbestätigung. Auf Seite 2 sind die beantragten Maßnahmen aufgelistet und auf der letzten Seite die nötigen Anlagen. Hier sind der Öko-Kontrollvertrag und die letzte Milchgeldabrechnung für G1 Sommerweideprämie bis zur Antragsfrist 31.01.2023 einzureichen. Bei der Maßnahme A2 Heumilch reicht die Einreichung des Milchgeldnachweises zum Auszahlungsantrag. Hier wird jetzt ersichtlich, dass der Fakt 2 Förderantrag eingereicht wurde. Das war unser kurzes Erklärvideo zum Fakt Förderantrag. Bei Fragen steht Ihnen Ihr Sachbearbeiter oder Ihre Sachbearbeiterin gerne zur Verfügung.